alle Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Angry Birds Epic. Wir verlieren nicht zu viel Zeit und legen direkt los mit der Verzweiflung. Wir können zu viel antreten, aber wenn wir so zu viel auch zerstört werden. So, wir sind in den Kerker, wo William Afton alle seine Leichen hält. Ich hab keine Ahnung. Ich habe irgendeine Scheiße, frag mich nicht. Was, ey. Ich bin so auf Brain Damage Energy einfach, das ist nicht mehr zu glauben. Denn ich werde probieren, jetzt in dieser großen Session, wo angefangen hat mit dem zweiten Drittel von der 24. Höhle, mich durchzukämpfen, durch Dings, das ganze Spiel jetzt noch, was übrig bleibt. Ihr habt richtig gehört, wir werden das ganze Spiel durchspielen. So, ich würde sagen, wir machen so. Und ich glaube, das Spiel ist verbuggt. Warte, ist man mal so. So, hat geklappt, okay. Komischer Bug, aber okay. So, dann haben wir nämlich mal jedem einen auf die Fresse gegeben. Ich habe richtig gemacht, dass... Ah, Bonusangriff. Okay. Ich verstehe nicht warum. Egal. Wir geben dir den Trank. Und dann hier, ups. Und dann ups. Und so. Und Bonusangriff. Okay, die sind... Deswegen sind die so herausfordernd, weil die anscheinend so Bonusangriffe verfügbar haben. Das ist natürlich nicht so supi. Und natürlich, dämpfen sie unsere Wutschili noch nebenbei ab. Das ist natürlich noch vorteilhafter, musst du es. Ich würde sagen so. Und so. Okay. Und dann halten wir das restliche dann. So, hoppala. Und nächste Runde müsste normalerweise die letzte sein für diesen Kampf. Also diese Welle, besser gesagt. So, und hopp. Ah, komm, noch einfach so. Und Schutzschild. Ah, er hat kein Dings mehr. Kein Gift mehr. Okay, boah, dann machen wir es eben so. Und so. Fertig. Oh Gott. Also wir werden jetzt uns noch durchkämpfen hier. Das wird noch schön. Zumal für mich privat, weil ich jetzt noch 5 Folgen eigentlich vor mir habe mit dieser hier. Das wird ganz schön. So, Fokus da auf den jetzt legen. Hopp. Ach, ich hab mich heilen sollen, das war jetzt ein Fehler. Okay, einer wenigstens ist schon down. Okay, der ist betäubt, der ist ganz gut. So, wir machen so. Oh, die sind schneller zurück, als ich eine Erinnerung habe. Stimmt, die bauen ja nur 2 Runden. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber okay, wenn wir das Hauptproblem schon hinter uns haben, ist gut. Weil der kann sich normalerweise nicht wiederbeleben. Ja, aber da. So, dann machen wir einfach so. Der ist sogar betäubt. Perfekt. Dann heilen wir. Dann machen wir so und so. Bam. Und dann läuft das ja schon. Level, was man nicht mit allzu viel Hilfe hinbekommt. Ich glaube, ich sehe nicht recht. Ey. So. Hopp, 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 hopp. Mhm. Und tschüssi. Putz. Und letzte Welle schon. Okay, das geht mal gut voran. Das ist natürlich gut, wenn ich das so schnell wie möglich hinter mir bringe. Weil dann haben wir ein Projekt weniger. Hallo, Julian. Was zum Teufel machst du? Sinkt dein Leben unter 20 Strich, dann nicht die Schiedsrichter von 100. Okay. Einer ist betäubt, das ist wenigstens gut. Ich würde sagen, wir kümmern uns einfach darum, den jetzt hier noch zu betäuben im besten Fall. Perfekt. Danke, Red. Du bist wirklich schon göttlich manchmal. So, wir heilen uns nochmal hoch. Mathilda teilt dem hier hinten noch einen Gift-Effekt aus. So, wir machen so und so und dann heilen wir. Voila. Ich kriege einen kurzen Schlag ab, das ist nicht schlimm. So. Und so. Machen so, dann bekommt der hier oben einen auf die Fresse. Ist vielleicht weg nächste Runde. Ja, wenn wir jetzt das machen, dann schon. So, weg. Okay, und dann bleibt nur noch der unten übrig. Okay, hat sich geheilt. Dann machen wir so und so. Oh, perfekt. Heilen uns wieder hoch. Gut. Und weg ist er, glaube ich. Ah, ne, noch nicht. Mhm. So, machen wir einfach so. Und dann ist er weg vom Fenster. Okay, erstes Level hinter uns. Mit 3 Sternen wahrscheinlich. Apropos 3 Sterne. Ich habe auch die 2 Level vom letzten Mal nachgeholt, wo uns Sterne gefehlt hat. Haben halt.
hatte und wo eben halt 3 Sterne gefehlt hat. Und habe das halt mit Hilfe vom Arthur natürlich gemacht, weil natürlich, es gibt keine Zeit zu verlieren, es geht einfach um die Komplettierung und jedes Mittel ist hier erlaubt. Ich habe keinen Bock mehr, ich will das zu Ende bringen. So, ab zum 5. Level für heute. Ja, okay. Zum 5. Level von der Höhle, so. Also, Hälfte abschließen, Alter, die Schornikraft wird auch immer viel höher und höher und höher und einfach lächerlicher noch dazu. So, jetzt befinden wir uns hier bei den Bombus. Wie ist auch noch, was die Stimme überhaupt ist? Ist nicht überhaupt das jetzt durchbestreiten noch einmal? Ich muss mir das noch ein zweites Mal dann antun, wenn ich das dann imitiere noch dazu. Natürlich ist das beides angenehmer, wenn so ein man meine... Oh mein Gott, ich kann davon nicht mehr sprechen. Meine Gehirnzellen, sie brennen. Also, was ich wollte sagen ist, natürlich ist es viel angenehmer als zu imitieren, als jetzt selbst zu spielen. Trotzdem ist es aber eine Qual. Das kann ich euch sagen. So, machen wir das so. So, ich weiß nicht, wen Sopp bekommt der da oben oder da oben? Okay, der unten. Okay. Moment mal, was? Warum geht das so schnell bei dir? Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das war mein Fehler. Darauf hätte ich jetzt achten sollen, dass er nur 2 Runden braucht. Und da kommt Verstärkung eben schneller, als ihr wollt. Oh Gott. Ein Grund mehr, den ihr dir direkt in den Fokus zu nehmen. So, dann machen wir es so. Ein Trank noch für dich. Dann, weil noch Mathilda frei ist, können wir dann das hier machen. Die nächste Runde, damit der da unten direkt einen auf die Fresse bekommt. Und dann setzen wir das Geld wieder zurück. Okay. Und der ruft direkt Verstärkung. Willst du mich verarschen? Ja, da würde ich sagen, wir heilen ihn hier voll und dann hier volle Kanne drauf. So. Und dann heilen wir wieder zusammen. Und dann müssen normalerweise die beiden es nicht überleben. Voilà. Okay, erste Welle abgeschlossen. Weiter zum nächsten. So. Okay, wieder ein Geist anwesend. Und dieser Roboter. Also, es ist wirklich jetzt eine Anhäufung von Gegnern, die wir über die ganze Reise zu sehen bekommen haben. Und sogar neue dazu, die wir wirklich nie gesehen haben. Oder vielleicht doch, aber nur wenn man dann an bestimmten Events wahrscheinlich teilgenommen hat. Aber ich habe nicht, glaube ich, an jedem teilgenommen, deswegen. Ja. So, hopp, hopp, hopp. Perfekt. Ich würde sagen, ein Kuchen. Nein, warte. So, ein Kuchen. Dann so sicherstellen, dass die Chili voll ist. Und dann das hier. Ich glaube, das hier wird gut tun. Solange ich jetzt die ganze Zeit in die falsche Stadt attackiert werde. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall wird sein. Yep. Perfekt. So, damit sind nur noch 3 übrig. Und 2 von denen werden sogar nächste Runde weg sein. Das heißt, wir können jetzt hier bam. So. Noch einmal betäubt. Ich glaube, dann mit dem Gift jetzt nichts so, das ist jetzt die Frage. Wenn ja, was wie viel Gift Schaden machst? Okay, perfekt. Ja, dann heilen wir uns voll. Und dann sterben jetzt alle an den Effekten. Tschüss! Okay. So. Okay, also ganz viele von den Deppen. Machen wir so und so. Hopp, hopp. Und let's go. Okay. Solange jetzt nicht zu viel auf Chuck geht, ist alles gut. Okay, sieht gut aus. Dann mach ich den Effekt. Okay, das hab ich schon fast gedacht. Okay, entzaubert. So, und dann hier, hoppala, alles hier reinballern. Dann noch hier die Chili-Schote an Mathilda, damit wir das hier können machen, um etwas Carnage zu verteilen. So, hups. So, der ist auch entzaubert. Und hopp. Und er ist sogar betäubt. Perfekt. So, okay, gibt alle auf Red, ich hab nichts dagegen. So. Dann so. Und dann fangen wir an mit diesen Attacken. So, das Gift noch weiter. So. Das ist natürlich jetzt nicht so super, dass das passiert ist, aber komm, dann machen wir so. So und so. Heilen alles voll. So, stirbst du an den Attacken? Ja, du stirbst an den Attacken, du auch. Und du normalerweise dann auch, ne? Okay, das heißt, ich mache auf den Schutzschild. Und jetzt müssen wir das normalerweise überraschen.
verdammt, ich hab den Heal nicht beachtet. Okay. So. Jetzt müsste es aber funktionieren, oder? Ja, perfekt. So, also, hüps. Hüps, und das müsste es normalerweise gewesen sein. Voilà. Wenn du überlebt, ob du den nächsten. So. Badadam, bam, 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 badam, bam. Oh nein, ich diese Mauer. Uiuiuiui. Machen wir mal so. Und schauen, wie das ausgeht. Okay, direkt jemanden betäubt. Das ist ja, I guess, gut. So, den Samurai geben wir auch direkt einen auf die Fresse, weil ich weiß, der wird zum Hauptproblem, glaube ich. So, ein Geist ist schon weg. Na, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das ist Verstärkung. Wie viel Leben hast du? Du hast 13.800. Okay, du hast mehr. Das heißt, wir können... Oh, ich habe gar nicht mal gesehen, dass du eingefroren wurdest. Oh Gott, warum habe ich ihn noch sie gegeben? Oh, ich bin so schlau. Oh. Oh mein Gott, ich habe den nicht beachtet. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. So. Und da würde ich sagen, wir geben ihm hier den Effekt. Das war mein Fehler. So. Hat er jetzt wenigstens noch weniger als den hier, der hier. Warte, 900. Perfekt. Es geht auf. Heißt, wir machen so einmal an Mathilda. Dann Chuck nehmen wir wieder hier raus. Dann heilen wir wieder alles. Schmeißen den hier weg für ihn. Verteilen das Gift wieder. Und am besten geben wir ihm hier noch links, damit er so schnell wie möglich weg vom Fenster ist. Okay, das wird jetzt fett wehtun. Ja, das hat schon was gedacht, dass es so wehtun wird. So, es könnte schlecht ausgehen vielleicht für Chuck. Okay, haben uns überlebt. So, einmal so. Und so. Voilà. Nur noch der Kleine da. Und eben halt jetzt der eine, wo zurückkommen ist. So. Einmal so. Einmal so. Voilà. Das heißt, nächste Runde stirbt er daran. Und dann kann man das hier machen. Am besten einen Trank direkt reinschmeißen. Dann direkt jemanden fokussen und sogar betäuben. Perfekt. Okay, zwei sind weg. So, dann noch einmal das machen. So, hepp, 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 hepp. Und Tranken 1700 und die deine machen zusätzlich 2000. Oh, perfekt. Dann können wir so machen. Und dann noch zusätzlich das da. Und so können wir die vierte Welle überstehen. Perfekt. Okay, nächste Welle, wir kommen. Oh Gott, Feuer mal. Oh, den hatten wir auch schon lange nicht mehr. So, ich würde sagen, im besten Fall machen wir das hier. Dann verteilen wir mal überall gut Damage. Und jeder kann Effekte erleiden. Das ist ja ganz gut. Dann machen wir noch einmal das Gleiche. Sammeln alles zusammen. Dann machen wir als erstes mit Mathilda noch einen Schlag. Auf den Magier am besten. Dann heilen wir alles voll, was geht. Und dann macht Red seine Attacke auf den... Ja, ich habe schon fast gedacht, dass es auf den da unten geht. So. Ja, jetzt erleiden wir natürlich mehr Damage, was natürlich nicht super ist. Am besten ist, dass Chuck das direkt sich wegnimmt. Sonst mache ich das hier. Damit alle voll sind. Und sonst benutze ich diese Tränke hier, um diesen Effekt generell wegzubekommen. Das wird, glaube ich, ein bisschen eklig jetzt sonst. So, der da oben ist weg. Perfekt. Der da unten müsste normalerweise seine Attacke aufladen. Das ist ja auch gerade perfekt. Wie viel hast du? 6072. Er hat weitaus mehr. Perfekt. Das ist, fällt uns hier perfekt entgegen. So, und hoppsala. Bonusangriff. Nicht schlimm. Okay. Ich habe gerade die Anzeige ein bisschen verbuggt. So. Und so. Hoppala. Und vielleicht. Ja, voilà. Er ist an den Nebeneffekten verstorben. Perfekt. Damit hätten wir das auch geschafft und können zum nächsten Level schreiten und sogar kein Backtracking brauchen. Oh, perfekt. So etwas sieht man ganz gerne. Dann ab zum nächsten Level. Und noch, glaube ich, letzten Level für heute, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Das war ja jetzt das zweite Level normalerweise. Für heute.
Das, ja, mit der Kiste. Perfekt. Okay, das heißt, das nächste Level ist dann das letzte. Was kommen wir denn so entgegen? Okay, wir kommen mit 1000 Dings und 15 Goldmünzen und noch die 15 Kristalle da. Perfekt. Ab zu 25,6. Mit Bombe dabei. Ja, perfekt. 6551 Damage, also Schweinekraft. Ja, das wird ja amüsant. So, da wären wir. Let's go. Direkt eine aufs Maul geben, damit alles hier geregelt ist. Ich glaube, jeder kann einen Effekt erleiden. Perfekt. Ich würde sagen, wir geben das mal. Was hast du überhaupt für einen Effekt? Das Ziel für eine Runde betäuben. Das ist komplett okay. Damit kann ich leben. Dann kümmere ich mich einfach drum. Ah, okay. Das ist das Problem. Er kann allerdings nur zwei Runden brauchen, ja, und das ist halt für jedermann. Okay, das war schon ein bisschen mehr problematisch, aber müsste normalerweise funktionieren. Ich glaube schon, dass die Chance gering ist, dass es passiert, dass wir alle auf ein Stück betäubt werden. Wenn ja, dann gehe ich wohl. Hier kam das Schild von ja, aktiv. Wer ist betäubt? Keiner. Okay, danke, Spiel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passieren wird. So, jeder hat noch den Gift-Effekt. Ja, du überlebst das definitiv nicht. Du auch nicht, glaube ich. I don't know. Ich mache einfach mit links mit Schattenattacke, um den Gift-Effekt generell einfach bei denen da oben zu erweitern. Und dafür zu versichern, dass der da unten krepiert. So, baller mir immer einer hier rein. So. Hopp. Warte. Viel. Okay. Mit Reds Attacke jetzt wäre das hat jetzt keinen Sinn. Okay, aber dann machen wir es so: Heil, Heil und hier Heil. Heil ist schon Schild. So. Dann übernehmen wir das. Ja, das war meine Befürchtung eben. Boah. Dann machen wir eben so: Bringen sie alle wieder zurück. Und machen es eben so. Und geben mit Red eine auf die Fresse. Perfekt, damit ist er weg. Und wir können zu der vierten Welle. Schön wär's. Zu der zweiten Welle rübergehen. So. Okay, dann schmeißen wir das hier rein. Und einerseits den Trank einfach, damit Red schon mal aufgefüllt ist. Ich würde sagen, im besten Fall machen wir fokussieren wir einen mit den anderen drei und Fokus der Food Chili geht eben auf den etwas höheren Typ, also im Sinn von denjenigen, wo er am meisten Leben hat dann. So, Schutzschild, dann hier, dann bekommst du auch noch deine Ranken und du heilst alles, was wir entgegengekommen haben. So. Du müsstest normalerweise in zwei Runden weg sein. Ja, okay. Aua. Okay. So. Gib mir einen auf die Fresse, dann so. Kritischer Treffer, ist akzeptabel. So. Machen wir einfach so, etwas passiver. Yep. Nimmt seine Attacke auf und müsste normalerweise jetzt dran verstärken. Ah, ja. Machen wir es eben so. Und einmal so, voilà. Okay, letzte Welle. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ob es da kleine Horden sind oder größere Horden. Es sind größere Horden. Okay, ihr habt auch, glaube ich, ja, kann nicht mehr als Dings leiden. Okay. Wenn es so ist, dann würde ich den Fokus auf euch so legen. Dann Heals so machen. Und dann, glaube ich, auf den hier fokussieren mit Bombe, der einfach fucking 9000 Damage macht. Alles klar. Danke, Bombe. Warum hast du da so wenig Damage gemacht? Ursache 218. Wow, wäre das überall nur so. Das wäre so schön. Tschüss, Bombe. Ja, komm, wir machen direkt einfach seine Attacke. Normalerweise müsste keiner dabei sterben. Im Sinne von halt für den Gegenangriff. So, damit der wegfällt. So und so. Und dann. Ja, ich würde sagen, am besten den da. Und da müssen normalerweise. Ja, da müssen nur noch die Geister übrig sein. Perfekt. So, hüppela, hüppela und hüppela. Jetzt ist nur noch groß ein Problem. Ein Problem. Ich würde sagen, im besten Fall einfach. So. Noch so schnell wie möglich alles vollheulen.
Und Tschüssikowski. What the? Und weg ist er. Okay. Level geschafft. Und damit auch die Folge. Okay, aber dann schließen wir die Folge eigentlich relativ erfolgreich ab. Hatten heute natürlich gar keine Probleme. Ist alles gut vorangekommen. Hatten keinen einzigen Game Over sogar. Die Gegner sind auch etwas fairer geworden. Jetzt, weil wir nicht so Typen haben, die von so 8000 Damage machen, was einfach komplett übertrieben ist. Also ja. Wir haben es geschafft und werden uns dann nächstes Mal an das Ende der 25. Hölle. Ich sag wirklich jetzt immer Hölle, ey. An die, das Ende der 25. Höhle wenden und schauen, was uns dieser Typ so für Gefahren macht, eben. Beziehungsweise wie schwierig und das Leben eigentlich macht. Aber dann wiederbeleben wir uns und dann bekommt er die Macht des Adlers zu spüren. Dann sind wir auch hier durch und haben dann die letzte Höhle freigeschaltet, wo ich sehr gespannt bin, was uns da überhaupt erwartet von einem Boss überhaupt. Oh mein Gott, ich kann einfach nicht mehr sprechen. Ich glaube, ich habe noch zu viel aufgenommen. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, was uns dann hier erwartet, was der Typ da also bieten hat und wer überhaupt das sein wird. Aber ja, das sehen wir dann nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann beim nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss.